Wir sind heute im Rahmen des Schnupperkurses der Medienwerkstatt auf den Linzer Straßen unterwegs, um wichtige Antworten auf wichtige Fragen zu finden. Unser Thema heute: Homosexualität. Das Zeitlimit: eine Stunde. In Deutschland wurde dieses Jahr die Ehe für alle eingeführt. Sind Sie der Meinung, dass das auch in Österreich eingeführt werden sollte? Jedem ist seine. Ja, bin ich auch der Meinung, dass besser war, wenn jeder... Jeder kann selber entscheiden. Ja. Ist längst überfällig, ja. Gleichberechtigung für alle. Ja, bin ich schon dafür. Also jeder soll den Partner haben, für den er sich entscheidet, und soll ihn lieben und auch heiraten können. Ja, also ich bin da generell dafür, dass alle Leute, die heiraten wollen, heiraten. Warum? Weil Liebe nichts mit Geschlecht oder dergleichen zu tun hat, sondern das ist ein Gefühl und das sollte für alle offen sein. Wie stehen Sie zu der Frage, ob homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen? Ich denke mir immer, es kommt nicht so sehr darauf an, ob jetzt eine Frau, Mann, alleinerziehend oder wer immer erzieht. Es ist einfach wichtig, dass man für die Kinder da ist und sie in einer guten Vorbild ist. Kein Kommentar. Können machen, was wollen. Naja, da bin ich mir ein bisschen unsicher. Ich muss ehrlich sagen, bei Frauen kann ich mir das vorstellen, aber bei Männern weiß ich nicht. Ich denke mir, wenn es gewisse Richtlinien gibt, an denen man sich halten kann, die es in anderen Adoptionen auch gibt, ist das sicher sehr positiv. Ja. Jeder Mensch sollte das Recht haben dürfen, Kinder zu haben. Ja, warum nicht? Wer sich für gute Eltern hält, wer auch immer das sein mag, dass wir Kinder adoptieren. Meiner Meinung nach wäre das eigentlich sehr sinnvoll, wenn man das auch machen würde, weil ja, es sagt nichts über wen aus, ob er jetzt homosexuell ist oder nicht, ob er jetzt gut in der Erziehung ist. Es gibt so viele Paare, was man sieht, die heterosexuell sind, aber so schlechte Eltern sind. Es sollte auf jeden Fall möglich sein für alle homosexuellen Paare, ja. Außerdem ist es dann absoluter Wunschkind und bei Mann und Frau ist es oft so, dass sie Kinder kriegen und dann halt... Weiß nicht, es ist oft so, dass halt dann Kinder missbraucht werden oder so. Und ich glaube, dass das bei homosexuellen Eltern nicht so arg ist, weil es halt wirklich ein Wunschkind ist. Genau. Gibt es in Ihrem persönlichen Umfeld homosexuelle Paare bzw. Personen und wie wird damit umgegangen? Also ein Neffe von mir hat einen Partner, der sehr nett ist und wird eigentlich ganz normal mit ihr umgegangen. Ja, ich habe einige Freunde, männlich wie auch weiblich, die homosexuelle Partner haben. Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich es ehrlich gesagt nicht weiß, weil ich solche Sachen einfach nicht hinterfrage. Mag sein, aber bekannt ist mir niemand. Ne? Ja, es gibt homosexuelle Personen und mit denen wird es umgegangen wie mit jedem anderen. Wenn die Person nett ist, wird es nett behandelt. Wenn es nicht nett ist, dann nett. Ja, es gibt schon homosexuelle Personen in meinem Umfeld, aber es wird jetzt nicht irgendwie anders umgegangen damit. Sehr offen, weil halt mein ganzer Freundeskreis ziemlich nicht heteronormativ orientiert ist. Ich kenne einen Schwulen, aber der hat keinen Freund. Und wie reagieren Sie darauf? Ja, der ist halt eh ganz normal wie alle anderen auch. Das ist ja nichts anders. Ganz normal gehe ich damit um und ganz normal sollte jeder damit umgehen und ist eigentlich kein Problem. Ich meine, es ist jedem seine private Sache, was er für eine Orientierung hat. Sehr viele interessante Antworten, die wir hier auf den Linzer Straßen bekommen haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Mitwirkenden. Und nicht vergessen, Liebe ist für alle da.